Hallo Elektronik- und PC-Freunde, ich habe hier einen sehr alten Laptop, einen 15 Jahre alten Acer TravelMate 2350. Und diesen Laptop, da hatte ich schon mal ein Video drüber gedreht, und zwar ging es darum, wie man hier Linux installiert. Ich verlinke das unten nochmal, das andere Video. Hier geht es mal in dem Video darum, ob man den auch irgendwie aufrüsten kann. Also ob man dort mehr Speicher einbauen kann, eine SSD einbauen kann, damit das Gerät so ein bisschen schneller wird oder so. Das Windows XP soll auch nicht mehr installiert werden dann. Also es soll dann auch ein Ubuntu oder sowas werden. Und die Frage ist also, kann man das Gerät noch irgendwie aufrüsten? Und da will ich mal kurz drauf eingehen, wie das Gerät derzeit, also in welchem Zustand es derzeit ist und was man da noch machen kann. Ich fahre dazu den Rechner erstmal runter und dann drehe ich den mal um. Ausschalten, so. Drehe ich gleich mal um, dann zeige ich mal, was in dem Rechner derzeit drin ist und ob man da noch irgendwie ja, den erweitern kann oder verbessern kann, was die Performance so ein bisschen betrifft. Der Laptop an sich ist eigentlich in einem relativ guten Zustand für das Alter. Klar sind natürlich hier Abnutzungserscheinungen, aber der Monitor, also der Bildschirm ist okay. Der Rechner ist mechanisch okay. Hier auch natürlich Abnutzungserscheinungen, aber letztendlich funktioniert das Gerät noch. Und ich habe hier schon mal ein paar Schraubenlose geschraubt. Man sieht also auch hier den Speicher. Da sind jetzt 2 GB drin. Und damit ist das Gerät aufgerüstet. Das heißt, es geht da leider nicht mehr. Das Einzige, was wäre, wäre eine SSD einzubauen. Und die Festplatte, die ist hier drin. Ich habe hier auch die Schraube schon gelöst. Ich kann also hier rausziehen. Und das ist hier so eine alte TravelStar von Hitachi. Die war meiner Meinung nach im Original drin. Hier steht auch Acer Windows XP. Und zwar ist das hier eine 60 GB Platte, da steht's. Also ziemlich wenig. Und ja, die Idee kam mir dann, dass man bei dem Rechner eben noch eine SSD einbauen könnte. Aber dann ist man sicherlich auch am Ende der Fahnenstange, was das Aufrüsten betrifft. Und zu diesem Thema SSD hier bei diesem Rechner will ich kurz drauf eingehen. Bei diesen alten Laptops ist es so, dass die Festplatten eingebaut haben, die hier so einen alten Parallelanschluss besitzen. Das nennt sich P-ATA, also Parallel-ATA. Und früher waren ja die Festplatten alle mit Parallelanschlüssen vorgesehen oder hatten einen Parallelanschluss. Diesen normalen 40-poligen ist sozusagen hier diese kleinere Version. Jetzt heißt es also, man müsste mal suchen, ob man eine SSD bekommt mit einem P-ATA-Anschluss. Und ich bin da tatsächlich auch fündig geworden. Es gibt also P-ATA-SSDs, zum Beispiel 128 GB, also eigentlich gar nicht besonders groß. Die kostet allerdings hier, ich habe mal geguckt, so um die 120 € und das war mir eigentlich hier viel zu teuer. Und so dass ich da irgendwie eine andere Alternative suchte. Ich kam dann auf die Idee, ob man eine sehr moderne SSD einsetzt, diese MS-ATA, die auch in heutigen Laptops vorhanden ist, die man kaum noch sieht. Also die sieht so aus hier wie so eine Speicherkarte letztendlich. Allerdings braucht man dazu natürlich einen Adapter, nämlich auf dieses von P-ATA auf diesen MS-ATA-Anschluss. Und da bin ich tatsächlich fündig geworden. Ich habe dann also über eBay hier so einen Adapter gekauft. Man sieht hier, diese Platine ist genauso groß hier wie diese Festplatte, die alte, und hat hier diesen P-ATA-Anschluss. Und was noch mit dabei ist im Lieferumfang, also erstmal sowieso die Schrauben, weil es wird nachher festgeschraubt, die MS-ATA, ist auch hier so ein Deckel, der kommt dann hier rauf, sodass es nachher wirklich die Größe hat einer Festplatte. Dann kommt noch der Haltewinkel hier rauf, der zum Laptop ja gehört. Und dann kann man das Ding einbauen. Und wie das hier bei dem Rechner geht, will ich mal natürlich zeigen. Zu diesem Adapterboard habe ich natürlich hier so eine SSD gekauft in diesem Format. Man sieht, es ist unheimlich klein. MS-ATA 256 GB in dem Fall von Samsung. Und man setzt einfach hier das Modul hier so rein und dann drückt man das runter und hier sind zwei
Bohrungen, wo man denn hier die Schrauben nimmt. Die sind auch im Lieferumfang hier von dem Board mit dabei. Und dann kann man hier das einfach ganz einfach festschrauben. Also da ist eigentlich kein Hexenwerk dahinter. Geht relativ einfach, wenn wir jetzt die Schrauben hier nicht wegfliegen würden. Geht das also relativ harmlos und dann ist hier die SSD erstmal drin. So sieht das aus. So, als nächstes kommt der Deckel drauf. Der wird dann auf der Rückseite hier festgeschraubt. Hier mit 6 Schrauben insgesamt. Das habe ich auch gemacht. Allerdings war dann das Problem, diese Konstruktion hat dann hier nicht gepasst in den Laptop. Und ich will noch mal ganz gut zeigen, was da das Problem war. Das Problem war folgendes. Ich habe hier mal jetzt den Slot, wo die Platte reinkommt bei diesem Rechner. Und man sieht da hinten diesen Anschluss. Und davor sieht man so ein dünnes Blech. Und dieses dünne Blech ist sozusagen im Weg. Beziehungsweise das ist der Kunststoff von der von dem Gehäuse, der stört da. Und deswegen habe ich Folgendes gemacht. Ich habe das Stück Kunststoff hier vorne abgeschnitten. Also es war normalerweise schon halb zu. Man sah also kaum die Anschlüsse. Das habe ich hier um ein paar Millimeter abgeschnitten mit einem Cuttermesser. Dann passte es aber trotzdem nicht. Und gerade bei dem Rechner hier, ich weiß nicht, wie es bei anderen natürlich ist, aber bei dem war ein nächstes Problem. Hier diese Pins von den Stiftleisten, die hier verklebt sind, die waren zu lang. Ich werde mal kurz hier das Klebeband abmachen, dann zeige ich das mal kurz. Also hier sieht man jetzt die Pins hier von diesen Stiftleisten. Das ist also ein bedrahtetes Bauteil, eine bedrahtete Stiftleiste. Und diese Pins musste ich abschneiden und habe nochmal die sozusagen mit Löthonig auch ein bisschen nachgelötet, dass man also wirklich dass es nicht raussteht in keinster Weise. Und dann habe ich das wieder zugemacht und das habe ich über die ganze Reihe gemacht im Prinzip, sodass jetzt auch die Platte dann passt. Gut, das nur als Hinweis. Es kann also sein, dass wenn man so einen Umbau wagt, dass es da doch mechanische Probleme vielleicht gibt, dass da irgendwas im Weg ist im Gehäuse von dem Laptop. Als nächstes schraube ich hier den Deckel zu. Wie gesagt, da gibt es 6 winzige Schrauben, die man da verwendet. Und die stehen auch nicht über. Was schief. Und ja, wenn die dann dran sind, dann kommt noch dieser Metallbügel ran. So, der Metallbügel befindet sich ja hier noch dran. Den schraube ich jetzt erstmal ab und muss man darauf achten, dass man ihn richtig rum ansetzt. Das heißt also, wenn jetzt die Platte so ist, dann muss ich die umdrehen. So, also kommt jetzt die Metallbügel hier von oben so rauf. Wenn man ihn falsch rum anschraubt, dann passt er natürlich nicht ins Gehäuse, sodass der dann hier raufkommt. Man sieht auch hier an der Seite, es sind natürlich Bohrungen vorgesehen oder Gewinde vorgesehen, dass das dann auch alles dann passt. So sieht es jetzt aus und jetzt kann ich die neue SSD hier reinschieben und sie passt. Und dann kann ich bei der Gelegenheit natürlich gleich hier mit einer Schraube die SSD fixieren. Jetzt schraube ich natürlich noch hier, hier den Deckel an für die Speicher und dann schalte ich mal den Laptop ein. So, Rechner hochgefahren. Man sieht jetzt hier HDD Model Name Samsung SSD MS-ATA 256 GB, sodass ich jetzt, also er kennt die Festplatte oder beziehungsweise die SSD und damit kann ich im Prinzip jetzt ein Ubuntu raufspielen und dann schaue ich gleich mal, wie schnell der sozusagen hochfährt. So, ich habe jetzt auf den Laptop hier Ubuntu raufgespielt und jetzt starte ich mal die Stoppuhr, während ich hier den Rechner starte und schaue mir die Zeit an, wie lange er braucht bis zum Login. Also Start. Kommt das Logo.
Und mal schauen, wie lange das dauert. Ja, also 25 Sekunden. Ich finde die Zeit gar nicht so schlecht. Dafür, dass es ein 15 Jahre alter Laptop ist, ist das vollkommen okay. Also ich bin damit zufrieden. Ich weiß, dass es bei der alten Platte doch ein bisschen länger gedauert hat. Und trotzdem, ich finde das okay. Den nächsten Test mache ich mal vom Login, bis er in den Startbildschirm kommt. Also ich logge mich jetzt ein und starte hier. Genau das gleiche, also bis die Logos hier auf der Seite sind, die Icons, jetzt sind sie da. Und das sind hier ja, 7 Sekunden rund, das finde ich eigentlich auch okay. Also der Rechner ist doch jetzt ganz gut von der Performance. Sicherlich kann man hier keine Videos oder so abspielen. Das ist aber hier bei dem Rechner auch nicht das Ziel. Aber für einfache Arbeiten hier mit Textverarbeitung und ein bisschen E-Mail, da reicht der eigentlich völlig aus. So, der Rechner will jetzt gleich ein paar Updates haben, die werde ich auch gleich mal installieren. Hier sieht man, dass man durchaus so einen sehr alten Laptop aufrüsten kann, umrüsten kann mit einer SSD. Und was ich vergessen habe zu sagen, preislich gesehen war es doch wesentlich günstiger als eine fertige P-ATA SSD zu kaufen, denn die MS-ATA von 258 GB hat mich keine 40 Euro gekostet und der Adapter nochmal 10, also 50 Euro plus ein bisschen Versand habe ich ausgegeben und damit ist der Rechner eigentlich ganz gut jetzt auch ausgerüstet. Ja, und das war's auch mal wieder. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.